Heute beginnt jetzt endlich das Pre-Budokai Tenkaichi 4 Tournament. Ich heiße euch herzlich willkommen hier zu der ersten Folge von diesem wunderschönen Format. Lasse die Spiele beginnen. Kommen wir zu den Regeln und dem Konzept, was ich mir ausgedacht habe. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir mit 16 Kämpfern in den Start gehen werden. Natürlich war mir klar, dass solche Turniere schon einige Leute gemacht haben und ich mir überlegt habe, was kann ich anders machen. Und da gab es eine Sache, die ich unbedingt anders machen wollte, weil die mir nicht so besonders gefallen hat. Denn Leute, ich wollte das Ganze ein wenig realistisch haben, wenn man das so sagen kann. Und deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich nur einen Son Goku oder eben Vegeta im Grid haben möchte. Um euch das einfach zu verdeutlichen, Leute, kann man einfach sagen, dass wir keine Mirror Matches haben. Also kein Goku gegen Goku oder Vegeta gegen Vegeta. Bedeutet, wenn Goku verliert, dann ist er halt raus. Das finde ich ein bisschen authentischer und cooler. Natürlich stellen sich jetzt einige die Frage, welchen Goku nehme ich denn? Es gibt einige. Oder welchen Vegeta nehme ich? Goku Super Saiyan Blue, Goku Super Saiyan, Goku Master Red UI und dasselbe bei Vegeta. Die Frage kann ich eigentlich ganz einfach beantworten. Denn Leute, wir spielen ein Best of 3 pro Kampf. Und auch hier wieder, Leute, um euch das zu verdeutlichen, kann ich euch ein kleines Beispiel geben. Wir können mal eine kleine Paarung spielen aus Spaß. Also nehmen wir an, Vegeta gegen Goku, also Vegeta Super Saiyan God gegen Goku Super Saiyan Blue. Wenn Vegeta gewinnt, dann gibt es eine zweite Runde und dann kämpft Goku in Master Red UI gegen Super Saiyan God. Wenn dann Goku gewinnt als Master Red UI, kommen wir zu Vegeta Super Saiyan Blue Evolved und dann haben wir ein kleines Finale im Kampf der beiden höchsten Formen hier in diesem Game. Bedeutet Leute, die Charaktere haben einfach mehrere Stufen, aber nicht alle Leute, weil das einfach nicht möglich war. Und am Ende werden wir dann sehen, welche wir dann sehen werden im Kampf und welche eben nicht. Hängt halt davon ab, wie die Kämpfe ausgehen oder laufen werden. Ansonsten ist das Tournament hier relativ basic, Leute. Bedeutet, wenn der Erste aus der ersten Paarung gewinnt, der kämpft dann gegen den Gewinner aus der zweiten Paarung. Und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja von den normalen Dragon Ball Turnieren. Und jetzt Leute, beginnt mehr oder weniger der spannende Teil. Denn jetzt werde ich euch die 16 Kämpfer vorstellen, die mit dabei sind. Da das ein Pre-Budokai Tenkaichi 4 Tournament ist, also ein Vorfreudeturnier auf das neue Tenkaichi 4. Deswegen habe ich Charaktere reingenommen oder ausgewählt, die natürlich sehr, sehr wahrscheinlich mit dabei sein werden. Und natürlich habe ich versucht, eine gute Mischung aus den verschiedenen Dragon Ball zu finden, also GT, Super und Dragon Ball Z natürlich. Es war leider gar nicht so einfach, weil es ja nur 16 Charaktere sind und ich die besten auswählen wollte. Zudem haben nicht alle zwei Stufen, aber ich finde, ich habe eine gute Liste zusammengestellt. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden und lasst uns beginnen und ich werde die Charaktere aufzählen und ich bin mal gespannt, was ihr denn dazu sagen werdet. Der erste Charakter, wie kann es anders sein, ist Son Goku. Und der zweite Charakter ist Vegeta. Ebenfalls mit dabei ist Gotenks. Zudem darf natürlich Freezer nicht fehlen. Und ich habe mich natürlich auch für Super Buu oder eben Kid Buu entschieden. Und jetzt haben wir den ersten reinen Dragon Ball Super Charakter mit Goku Black. Der nächste Charakter ist Broly. Hier muss ich sagen, dass ich den neuen Broly genommen habe, weil der mir persönlich ein bisschen besser gefällt. Aber ist nur Geschmackssache. Und Leute, der erste GT-Charakter mit Super Baby, der auch mit dabei sein wird. Auch mit dabei natürlich Son Gohan. Ebenfalls mit dabei natürlich Trunks, aber nicht Kid Trunks. So Leute, jetzt kommen wir zu Charaktere, die nur eine Form haben. Also die im Best of 3 immer mit derselben Form kämpfen. Weil das Charaktere sind, die ich dabei haben will. Unbedingt gibt es keine Wenn und Aber. Aber die leider nicht mehrere Versionen haben. Deswegen jetzt Charaktere mit nur einer Version, aber alle sehr coole. Denn natürlich muss Beerus dabei sein. Logischerweise gibt's ja, wie gesagt, kein Wenn und Aber. Wie natürlich Janemba finde ich einen sehr coolen Charakter und wollte ich auch unbedingt mit dabei haben. Und natürlich einer meiner Lieblingscharaktere aus Dragon Ball Super darf natürlich nicht
abwählen mit Jiren oder Jiren. Und hey, wieder mal ein Dragon Ball GT Charakter, den ich auch unbedingt mit dabei haben wollte. Das ist hier in diesem Fall Super 17. Ja, ihr merkt, jetzt springen wir hin und her von GT auf Super und Super auf GT und deswegen jetzt kommt wieder der gute alte Assassine-Hit. Und auf den letzten Platz und das Ende einer Saga bei Dragon Ball GT ist natürlich Omega. Der darf natürlich auch nicht fehlen und der schließt hier den Kandidatenkreis der Kämpfer bei diesem Tournament. Leute, ich bin ehrlich, es war schwierig. Ihr merkt, ich habe versucht, eine gute Mischung zu finden von Dragon Ball Super, GT und Z. Ey Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das gefällt, der Kandidatenkreis oder der Kämpferkreis mehr oder weniger. Es war schwierig, ich bin persönlich eigentlich ganz zufrieden, aber wie gesagt, schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Kommen wir zu der Auslosung der Paarungen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen spannender. Hier, by the way, nochmal kurz gesagt, dass ich das Ganze natürlich random generated habe. Also ich habe das jetzt 10-mal gerandomized und es ist völlig zufällig, Leute. Ich weiß es selber noch nicht. Ich werde euch jetzt alle Paarungen aufzählen und dann schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Okay Leute, es wird wild, so viel kann ich schon mal sagen, denn der erste Kampf, den wir erleben dürfen, ist Son Gohan gegen den Assassinen-Hit. Ey, wie gut kann es denn werden? Mega nice. Leute, wie gesagt, ich mache das gerade auch random für mich selber hier, ich weiß selber noch nicht. Und die zweite Paare, Leute, es kann nicht sein. Wie gut kann es passen? Ist Freezer gegen Vegeta, ein legendäres Rematch, Leute. Ey, der Zufall will es einfach nice haben und ich feiere es mega. Leute, ungelogen, das ist hier nicht gescriptet oder gar nichts. Aber es ist so, wie es ist. Der nächste Kampf ist Trunks gegen Goku Black. Auch ein Kampf, den wir schon kennen. Ey, mal gucken, wie es diesmal ausgeht. Ich bin gespannt. Ey, es ist wild. Okay, der nächste Kampf ist auch ein bekannter, mehr oder weniger, ist Super Baby gegen Goku. Leute, es ist wie es ist, ne? Was soll ich euch sagen? Aber auch eine spannende Paarung, wie ich finde. Okay, Leute, die nächste Paarung ist eine ganz wilde und die haben wir ganz sicher noch gar nicht gesehen. Das ist Kid Buu gegen Omega. Auch sehr nice, finde ich. Mal gespannt, wer da gewinnen wird. Auch die nächste Paarung finde ich sehr nice, weil das wieder mal Dragon Ball Super gegen GT ist. Und es sind zwei Charaktere, die ich sehr nice finde, mit Super 17 gegen Jiren. Ich finde es mega. Also, ich bin gespannt. Die vorletzte Paarung heißt, Leute, Broly gegen Janemba. Wieder so zwei Charaktere, die sich irgendwie ein bisschen ähnlich sind, weil beide nicht viel reden oder einer bis gar nicht redet. Also auch hier muss ich sagen, eigentlich sehr geil gemacht vom Random Generator. Und die letzte Paarung, Leute, ist Beerus gegen Gotenks. Auch eine Paarung oder ein Kampf, den wir schon mal gesehen haben. Zumindest mal ein bisschen. Auch wieder sehr nice, feiere ich. Und das war die letzte Paarung, Leute. Ich bin sehr zufrieden. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. So, Leute, das waren so alle Informationen, die ich euch geben wollte. Ich bin mega gehypt, Leute. Ich wollte das schon lange machen. Ich freue mich mega. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt gerne mal eure Meinung zum Ganzen in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Und ja, macht das mal gerne. Was man vielleicht noch sagen kann, ist natürlich, dass einige Charaktere nicht mit drin sind. Wie zum Beispiel Kefla hätte mal reintun können. War auch meine Idee für Trunks, vielleicht sie reinzutun, aber ich habe mich jetzt für Trunks entschieden. Leute, es war schwierig, ne? Weil, wie gesagt, ich wollte eine gute Mischung haben und entschuldigt, wenn euer Charakter oder Charaktere nicht mit dabei ist. Aber vielleicht gibt es ja bald noch so ein Turnier, dann bei TKT4. Mal gucken, es wäre auf jeden Fall nice und dann schauen wir mal weiter. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid eigenermaßen damit zufrieden. Und ja, stimmt, bevor ich das vergesse und was man unbedingt noch sagen muss oder ich sagen will, ist natürlich, dass die Folgen immer montags und freitags erscheinen werden. Okay, Leute, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr, wenn ihr das Video zu Ende schaut, zumindest mal ein gewisses Interesse zeigt für dieses kleine Projekt, was ich schon so lange machen wollte. Wirklich, Leute, das freut mich. Unheimlich, weil das ein Ding ist, was ich schon lange machen wollte. Wie gesagt, schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare oder auch in den anderen Folgen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich werde natürlich das Ganze kommentieren, die Kämpfe. Und dann gucken wir mal, wie spannend das wird. Und ja,
Schreibt gerne auch mal euer Favorit in die Kommentare, was ihr denkt, wer gewinnen wird, hier in die erste Folge. Mal gucken, vielleicht gibt es ja ein Gewinnspiel, wenn ihr dann am Ende richtig liegt. Ey, mal gucken, ich hätte da irgendwie Bock drauf, finde das Ganze lustig. Also schreibt jetzt euer Favorit in die Kommentare und am Ende schauen wir mal, ob ihr da recht hattet, wer hier gewinnen wird oder wer gewinnen wird. Danke Leute, euch noch einen sehr schönen Tag. Ich wünsche euch wirklich einen sehr schönen Tag. Dann hören wir uns wieder in einem Let's Play oder eben in einem ersten Kampf hier bei diesem wunderschönen Tournament. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und macht's gut.